dann geht's jetzt um den Etappen- und Gesamtsieg. Wer kommt von vorne, wer kommt von Beate Zanner? Beate Zanner, Hanka lässt auslaufen. Es gewinnt Beate Zanner vor Sarah Rieke. Ja, es war eine lässige Veranstaltung und ich war froh, dass ich endlich einmal fahren habe dürfen. Warum fahren dürfen? Weil die letzte Jahr in der Bundesliga hat das nie geklappt, weil ich auch Zielfahrerin bin und ich bin froh, dass ich diesmal dabei war. Und jetzt warst du dabei als Einzelfahrerin ohne Team. Super Job gemacht. Ich hatte dich im Kreis der Favoriten und heute jetzt in der Sportentscheidung in der achtköpfigen Ausreißergruppe gut dabei. Bei Beate sagte ich, Beate, du hast gestern gut gearbeitet für die Hanka. Heute hat sie sich revanchiert, dir das Finale angezogen. Ja, auf alle Fälle, es war so stark gewesen und dann am Ende war das Ding abgeschossen. Abgeschossen, ein verdienter Sieg. Die Clara, du warst letztes Jahr die Entdeckung in Albstadt und hast dieses Jahr unterstrichen. Benevide Vici, ich komme vom Bodensee, sah und siegte. Zwei, drei Worte von dir als die Trägerin des Albstadtwerke Bergtrikots zur Strecke, zur Veranstaltung. Ja, also ich fand es eigentlich, also war eine gute Strecke. Da oben hat es sich ein bisschen gezogen, 15 Runden. Da dachte man dann irgendwann mal, ja, ich habe gleich keine Lust mehr, aber ging es eigentlich schon gut. Und das Bergtrikot konnte ich nicht verteidigen, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ja, Bergtrikot hat die Hanka, aber bei der Siegerung halten wir dich, denn die Hanka können wir keine zwei Trikots anziehen.